Da schon mal so schöne große Donuts gesehen. Die sind natürlich nicht vom Teig her wie kleine Donuts, die ich auch schon mal gebacken habe, die man im Geschäft kaufen kann. Das sind Donuts aus einem Biskuitkuchen. Und zwar habe ich den gar nicht im Backofen gebacken, sondern in der Pfanne. Ich wollte das auch gar nicht glauben, als ich das gesehen habe, dass man Kuchen in der Pfanne backen kann. Aber das ist so wunderbar. Den ersten habe ich hier schon gebacken, den zweiten mache ich mit euch zusammen. Den könnte man jetzt einfach mit Sahne, ein bisschen Obst servieren und hätte dann schon einen schönen fluffigen Biskuitkuchen, den man mal so zwischendurch anbieten kann. Aber da sich die Form der Pfanne so anbietet, einen Donut daraus zu machen, ohne diesen zurechtschneiden zu müssen, habe ich natürlich diese Donuts schon mal gebacken. Hier einmal mit einer Zitronenfüllung, hier einmal eine Himbeerfüllung und jetzt mache ich noch einen mit einer Schokoladenfüllung, der auch mit Schokolade überzogen ist. Und wie einfach man das machen kann in der Pfanne, das zeige ich euch natürlich jetzt. Die Idee dahinter ist natürlich auch, wenn ihr zu einem Geburtstag mal zwei, drei Kuchen backen möchtet und ihr habt den Apfelkuchen zum Beispiel schon im Backofen und noch Zeit, dann könnt ihr den Kuchen in der Pfanne machen. Und der kann fertig werden und dieser kann auch fertig werden. Ich finde das total klasse. Oder einfach für zwischendurch. Und an Zutaten benötige ich für eine Hälfte eines Donuts gar nicht so viele Zutaten, sondern nur 3 Eier, 50 Gramm Zucker, 120 Gramm Mehl, ein Teelöffel Backpulver, 40 Milliliter Milch und 35 Gramm Butter, die geschmolzen ist und wieder erkaltet. Und als erstes schlage ich natürlich die Eier. 3 Eier und den Zucker auf, bis die richtig schön cremig sind. Das sind so 8-10 Minuten, bis da eine richtig tolle Masse entstanden ist. Und da siebe ich dann gleich das Mehl zu. Und dann kann der Kuchen auch schon in die Pfanne. Ist witzig, oder? Finde ich total klasse. Die Eier und der Zucker sind jetzt richtig schön cremig gerührt. Und jetzt siebe ich natürlich das Mehl dazu und dazu gebe ich dann erstmal einen Teelöffel Backpulver und rühre mir das hier unter. Nimm mir ein Sieb, ja, weil der Teig muss jetzt nicht mehr gerührt werden, das wird jetzt nur noch untergehoben und sieb mir das Mehl einfach hier rein. So. Und dann nehmt ihr euch einen Spachtel und hebt schön das Mehl unter. Und immer schön dran denken, das Mehl setzt sich sofort an den Boden, dass ihr das dann beim Rühren auch schön nach oben holt. So, ist das Mehl weg. Und dann kann ich das hier runternehmen. Und wenn ihr Donuts machen möchtet, also mit diesen zwei Böden, und ihr habt eventuell zwei Pfannen in der gleichen Größe, dann könnt ihr die natürlich jetzt direkt parallel backen. Dann geht das natürlich alles ein bisschen schneller, als die hintereinander zu backen. Aber man kann die auch wunderbar hintereinander backen. Und wenn ihr das Mehl jetzt schön unter die Eimasse gehoben habt, dann kommt die Milch. Mal hier rüber, die Milch und die Butter dazu. So. Und die wird natürlich auch untergehoben. Und für meine Schokoladenfüllung habe ich gestern Abend schon, die ist jetzt noch ein bisschen fest, 200 Milliliter Sahne aufgekocht und darin 200 Gramm Vollmilchschokolade geschmolzen. Die richtig schön verrührt und dann in den Kühlschrank gestellt. Und jetzt lasse ich die hier die Backzeit stehen und kann die dann auch nachher aufschlagen und habe eine richtig schöne, leckere Schokoladenfüllung. Und für die Glasur nehme ich natürlich Vollmilchschokolade und noch ein paar Leckereien für obendrauf. Das ist so ein richtig schöner Kinderkuchen auch für einen Kindergeburtstag. Finde ich total klasse. So, jetzt habe ich das schön verrührt, schön untergehoben. Alles an Mehl weg und jetzt kann ich das auch schon in die Pfanne geben. Und die streiche ich mir natürlich erstmal ein mit ein bisschen Margarine. Dann nehmt ihr euch einfach ein Küchentuch, nehmt euch ein bisschen Margarine raus, streicht die so ein bisschen ein. Das war's schon, kann ich zur Seite machen. Nehme jetzt meinen Teig und fülle den einfach in die Pfanne. Das reicht genau für eine Pfanne, die ist 20 cm groß im Durchmesser. So, stelle ich das darüber. Das kommt jetzt einfach auf den Herd, Deckel drauf. Und dann stelle ich den Herd auf kleinste Stufe,
die ihr habt. Da müsst ihr einfach mal so ein bisschen gucken, wenn ihr merkt, dass zwischendurch der Rand ein bisschen braun wird. Der backt jetzt so 35 bis 40 Minuten und ich stelle den jetzt auf 80 Grad und kann in der Zwischenzeit was anderes machen. Meine Zeitschaltuhr piept gerade und 35 Minuten sind rum. Ich mache hier gerade meine Schokoladensahne fertig. Und wenn er immer so ein bisschen an der Pfanne mal rückelt, dann seht ihr schon, da bewegt sich nicht mehr viel. Ich gebe dem jetzt noch 5 Minuten, damit das oben auch trocken wird. Und dann ist er fertig und ich kann hier meine Schokoladensahne schon mal fertig machen. Der Biskuitkuchen aus der Pfanne ist schon fertig. Ich habe gerade noch die Stäbchenprobe gemacht. Und so schön sieht der aus. Der war jetzt genau 47 Minuten in der Pfanne. Und jetzt nehme ich mir einfach ein Kuchengitter und stürze den jetzt. Funktioniert auch. Und der darf natürlich jetzt ein bisschen auskühlen. Den ersten habe ich schon ein bisschen ausgehöhlt. In der Zeit, wo der jetzt auskühlt, schlage ich eben meine Schokoladensahne auf und schmelze mir ein bisschen Schokolade und dann zeige ich euch, wie man einen tollen Donut aus Biskuitteig baut. Der Biskuitboden ist jetzt schön abgekühlt, die Schokolade ist geschmolzen, meine Schokoladen Creme für die Füllung habe ich aufgeschlagen und ich habe hier ein paar Smarties, dann sieht das richtig süß aus und bunt. Und jetzt kann ich den ja einmal umdrehen. Ich lege mir den aber hier wieder drauf und da seht ihr schon, wie fluffig der ist, richtig schön. Und jetzt habe ich ja hier einen Ring, damit ich brauche ja einen Donut. Und dann brauche ich natürlich auch eine Mitte und dann stelle ich mir einfach die Mitte so aus. Plopp. Da ist er. Und hier könnt ihr dann auch noch mal sehen, wie schön fluffig der ist. Richtig toll. Und dann muss ich mir natürlich jetzt auch noch eine Einkerbung da rein machen. Und zwar nehme ich mir da einfach ein kleines Küchenmesser und schneide schräg hier rein und dann parallel von der anderen Seite auch noch mal schräg. Dann bekomme ich so einen richtig schönen Brunnen oder so einen Kranz, wo ich dann meine Füllung reinmachen kann. Jetzt habe ich mir das schön eingeschnitten hier und kann dann den Kranz da rausnehmen. Den kann man ja so vernaschen. Jetzt habe ich einen schönen Hohlraum, um die Creme da reinzumachen. Die habe ich mir ja schon in den Spritzbeutel gegeben. Jetzt schneide ich mir das nur auf und fülle mir jetzt hier richtig schön meine Schokoladenfüllung rein. Ist jetzt schon total lecker. Und dann natürlich an meinem anderen auch. Und dann klappe ich die aufeinander. Die kann man ja schön umdrehen. Man sieht das jetzt schon aus. Schön fluffig, ne? Richtig schön fluffig. Sieht das jetzt schon aus wie ein Donut. So, jetzt nehme ich mir meine Schokolade und verziere den jetzt richtig schön mit der Schokolade und dekoriere den mit den kleinen Smarties. Da könnt ihr auch Schokoladenraspel nehmen oder bunte Perlen, wie ihr gerne möchtet. Und wenn der dann angetrocknet ist, dann zeige ich euch den zum Aufschneiden. Ich lasse das jetzt einfach runterlaufen. So. Dann freue ich mich gleich aufs Anschneiden mit euch. Ach nee, ich wollte ihn ja ganz zivilisiert anschneiden. Da ist der Schokodonut mit den Smarties oben drauf. Da könnte man jetzt schon Kerzen draufstellen und hätte eine kleine Geburtstagstorte. Ist ja auch süß. Und dann schneide ich den natürlich auch an. Die Schokolade ist gut ausgehärtet. Ich mache jetzt mal ein großes Stück, damit ihr da auch schön reingucken könnt. Wie toll der aussieht. Darf noch ein bisschen in den Kühlschrank, damit die Creme noch ein bisschen fester wird. Aber ist doch eine tolle Idee, oder? Ich hoffe, ihr habt jetzt auch mal Lust, einen Biskuitboden in der Pfanne zu machen. Ist ja total einfach gemacht und eine schöne Alternative, falls ihr mehrere Kuchen backen möchtet. Ich freue mich natürlich über dein Abo, falls du mich noch nicht abonniert hast. Über jedes Like freue ich mich und das Rezept gibt es natürlich unten in der Infobox. Bis dahin, eure Bea.
Mal meinen Teller holen.